Herzlich willkommen in der Taverna Akropolis. Mein Name ist Costa. Hallo. Wir bieten Ihnen original griechische Spezialitäten sowie eine Auswahl an internationalen Speisen. Es ist für jeden etwas dabei. Genießen Sie bei einem Glas griechischen Wein mit schöner Musik in gemütlichem. Wie war das Wort, Mann? Ich habe das vergessen. Ich habe das 10.000 Mal gelesen, aber manche deutsche Worte sind ein bisschen schwer, weißt du? So, griechischer Wein, schöne Musik, Atmosphäre. Was ist das, Malaka? Warum macht ihr so komplizierte Worte? Schöner Wein, schöne Musik, eine gemütliche Atmosphäre. Ach, Atmosphäre, ist griechisch. Das Beste aus der griechischen Küche. Als Ruben hat es 10. Ich habe gerade 2 Schauspielerchen gesetzt. Ich mag sie nicht. Ich weiß, sie sind Schauspieler. Und der ganze Laden weiß, sie sind Schauspieler, weil sie reden so laut und so deutlich, weißt du? Ich glaube, jeder kann sie verstehen. Meine Frau hält mich nicht in der Küche, sie kann sie verstehen. Und sie spricht keine Deutsch. Brigitte, schnell los und trinke, komm. Sag mal, Brigitte, wo warst du vorgestern? Hä, vorgestern? Ich bin noch nie dienstags da. Vorgestern war Mittwoch. Ist vorgestern war Dienstag. Nein, heute ist Freitag. Benny Costa, heute ist Donnerstag. Nein, Malaka, wir kommen da rein, Malaka, warum heute? Boah. Entschuldigung, Arthur ist gerade reingekommen, der alte Sack. Boah. Arthur, komm hier, setz dich hin. Wie geht's dir? Alles klar, alles gut, aber ich mach das gut. Ich hab keinen Bock, was sagt der Malaka? Mach mal langsam. Okay, Mosha, sei ganz lieb zu denen. Ganz später. Hallo. Hallo. Möchten Sie die Karte? Nein, danke, ich glaube, wir wissen schon. So, diesen Moment, ich schreibe auf. Tomatensuppe. Sowieso der Malaga, er nimmt Tomatensuppe. Der hat kein Geld, der Malaga. Stimmt, heute ist Freitag. Brigitte, ich habe nicht gefragt, welcher Tag heute ist. Ich habe gefragt. Denk mir noch Also, alles gut? Wo warst du so lange, Malaga? Du warst einen Monat nicht da, ich bin fast pleite, Malaga. Wo warst du? Ich war doch weg, Junge. Ich war doch weg, mein Junge. Weg warst du? Wo warst du? Warst du tot und sie werden dich wiederbeleben, oder was? Lohnt sich das noch bei dir? Wo warst du? Ich war doch hier, geschäftlich heute. Ich war geschäftlich unterwegs. Geschäftlich, Malaga? Du bist seit 200 Jahren im Rennen, Malaga. Was? Ja, genau, ich bin selbstständig, richtig. Ich habe meine Tauchschulen in Thailand, habe ich doch, Costa. Genau so heißt das hier, Malaga, Tauchschule in Thailand. Haben Sie auch Suppen? Malaga, du kannst deine scheiß Suppe zu Hause frischen, Malaga. Wie bitte? Ja, ich habe Tomaten, Zwiebeln, Linsensuppe. Ach so, ja. Dann hätte ich gerne eine schöne Tomatensuppe. Ach was. Mit ein bisschen Sahne verfeinert. Gerne. Soll ich nochmal schön raufkacken für dich, mein Freund? Wie bitte? Möchtest du Petersilie? Du hast gefragt, wo ich vorgestern war. Genau, wo warst du vorgestern? Oh, schon wieder vom Boden, Malaga. Ach du, mir ging's nicht so gut. Wieso, was hast du gegeben? Ach, das mag ich gar nicht erzählen. Du kannst mir alles sagen. Ich hatte ganz schön Durchfall. So, Abdur, willst du was trinken? Natürlich will ich was trinken. Kurz einfach mal ein Bier. Ein schönes Bier, hier, mit Schaumbogen und so weiter. Ne? Nicht nur eine Griechenpilze oder was. Warum die Deutschen, sie denken, beim Griechen gibt kein gutes Bier? Ich verstehe das nicht. Ist das gleiche Bier wie überall. Ich hole das nicht in Griechenland und kulke her. Gerne. Eine Tomatensuppe mit Sahne. Und für dich? Ich nehme heute mal eine schöne Pommes. Eine Pommes? Mach weiter, Malaga, ich hab die ganze Nacht Zeit. Wie bitte? Das kam akustisch gerade nicht rüber. Ja, was möchtest du dazu haben? Nichts. Nur eine schöne Pommes. Sag mal, bist du doof oder was? Sehe ich irgendwo McDonalds, schöne Pommes, 1 Euro, speziell Angebot oder was? Wie bitte? Kennst du mein Lese? Nein, danke. Oder ist das gratis?
Ist gratis. Kriegst du noch meine BMW dazu? Und meine Kasse Grillen. Ich kann dir noch gratis deine Haare waschen, Malaga. Also, ich bin immer mit meinem Bier. Was? Ich verstehe dich nicht, Arthur. Sprech mal Deutsch. Ich hab das nur mit meinem Bier will oder was? Dein Bier? Oh, scheiße, ja. Ein gutes Bier braucht 15 Minuten, Arthur. Bei dir krieg ich ja auf dem Dorf vielleicht ein kleiner stinkiger Grieche, der ist ja ekelhaft, Alter. Nee, also hier dauert ein gutes deutsches Bier noch 7 Minuten, klar? Du mal der Knüppelzwerg. Wie sieht es überhaupt wieder aus, Alter? Mach mal der Hemdchen, du kleiner Mini-Bär-Gorilla, du ist ja ekelhaft, Alter. Oh Mann, wollen wir eine Stunde warten hier? Ist doch okay, hör auf damit, ich verstehe sowieso nichts. Möchtest du schon was essen? Natürlich will ich was essen, weil ich meine, sie kommen wegen schönem Bier zum Griechen, oder was? Ja, ja, ja. So, was möchtest du essen, Arthur? Was kannst du mir empfehlen, Kurt? Was kannst du mir ein schönes empfehlen? Was kannst du mir ein schönes empfehlen? Ist okay! Arthur, ich habe eine schöne Dorade da. Die musst du essen, weil die ist schon schlecht und sonst muss ich wegschmeißen. Dorade? Fisch? Ist da Krete drin? Nein, man hat keine Überraschung drin. Spiel ist Maß und Zimmel Pilze. Ich hab mal lange hier auf zu winken, was willst du? Entschuldigung, können wir vielleicht mal die Rechnung bekommen, die wir vor einer halben Stunde bestellt haben? Was, halbe Stunde? Das war 25 Minuten, Malaga. Hier bitte? Ja, Entschuldigung, trinken Sie noch einen Uso? Oh ja, den nehmen wir noch mit. Den nehmen wir noch mit. Kommen wir sofort. Hallo, was denn noch, Malaga? Bitte schön. Könnt ihr vielleicht mal die leeren Teller mitnehmen? Das sieht nicht gerade sehr schön aus. Ja und, deine Frau sieht auch nicht sehr schön aus. Soll ich die auch mitnehmen, oder was? Sie haben gegessen wie die Schweine. Sind 5 Leute, haben sie 20 Teller. Egal, ich nehme alles mit, pass auf. Ich nehme mit 1 Teller, 2, 3, 4, 5 Teller, 6, 7 Teller, 8 Teller. Was? Ich habe Ausbildung, ja? Mach ich weiter. 9 Teller, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Teller. Ja, okay, ist griechische Spezialausbildung, weißt du? So. Und in diesem Moment, ich merke, das war zu viel Teller. Hey, du, pack mal den letzten 4 Teller auch noch drauf. So. Und jetzt muss ich ganz schnell in die Küche. Ich gehe. Die ist 21, die ist 20. Aber die Leute, sie rufen wie die Verrückten. Die ist 19, die ist 18. Costa, wo bleibt mein Uso? Kommt ihr gleich. Die ist 17, die ist 16. Costa, mein Giros ist kalt. Vorhin war warm, ist schneller. Die ist 14, die ist 13. Oh, Malaga, wer packt seinen Hund hier auf den Fuß, oder? Ist gefährlich. Weg mit dir. Die ist 12, die ist 11. Kostet der Tzatziki, schmeckt heute ein bisschen anders. Ja, ich hab selber gemacht. Knickknack, was ist das dort? Die ist 10, die ist 9. Oh, lasst ihr eure Kinder auf den Fuß vor den Graben? Ist gefährlich. Weg mit den Kindern. Die ist 8, die ist 7. Hund, Kind, die ist 6, die ist 5. Hund, Kind, die ist 5, die ist 4. Hund, Kind, die ist 3, die ist 2. Hat jeder einen Hund und ein Kind dabei, sag mal. Kusser, komm mal her. Mach mal schön Kalamaris. Das bringt auch nicht Tinder auf den Filler, verstehst du? Knickknack. Was? Tinder auf den Fuller? Was ist das, Mann, Alter? Ja, bist du verwickelt, aber schreib doch nicht über den ganzen Plan, Alter. Guck mal her, Cousin. Tinder auf den Filler sagt man so, Mann. Das ist hier umgangssprachlich so, weißt du? Das ist halt Potenzial. Wenn die kriegen dann auf dem Dorf, sagen wir wahrscheinlich Tzatziki auf den Sumpflacki oder so. Ach so, sag das doch gleich.